wie jemand sagt jetzt hier nochmal, irgendwie irgendjemand sein Arschloch, nur weil er Geld verdient. Ganz ehrlich, also der kriegt echt eins auf die Schnauze, da können wir ja glauben. Also da verstehe ich echt keinen Spaß mehr. Ja, also ganz ehrlich, also das finde ich echt, also ich finde, das Schlimmste, was man eigentlich auf YouTube machen kann, ist irgendwelche Leute beleidigen, weil sie Geld verdienen mit ihrer Arbeit. Ganz ehrlich, ich meine, ich persönlich verdiene zwar jetzt kein Geld, aber trotzdem, ich investiere natürlich hier auch eine Menge Zeit rein. Ah, das, ja. Ich meine, jetzt ich hock jetzt da schon wieder, ne? Was weiß ich, schon wieder eine halbe Stunde hocke ich jetzt schon wieder hier dran und zock hier für euch, ne? Also jetzt nicht, dass es mir natürlich keinen Spaß machen würde, es macht mir natürlich sehr viel Spaß. Das ist es ja, aber so einen kleinen Lohn kann man ja dann trotzdem mal rausholen, rein theoretisch. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, hätte jetzt würde jetzt hier, sagen wir mal, YouTube sagen, hey, werd doch Partner, kannst hier sagen wir mal 10 Euro oder so im Monat mit deinen Videos verdienen. Würde ich sagen, ach ja, cool, machen wir doch mal, weil dadurch kriegt man ja auch, erstens kriegt man ja auch, wenn man so noch so einen kleinen Geldzufluss bekommt, ne, ich bekomme jetzt momentan 20 Euro im Monat, ja, da kann man sich nicht viele Spiele leisten. Ich bin eigentlich echt darauf angewiesen, dass mir Spiele geschenkt werden, beziehungsweise ich mir die kaufe und danach pleite bin für den Monat. Ganz ehrlich, also darum mache ich mir auch echte Sorgen um meine Zukunft, wenn halt all meine Let's Plays fertig sind. Irgendwann, da habe ich echte Probleme, dann denke ich mal, dass ich dann kein Bein mehr als Let's Player auf dem Boden kriege, weil ich dann einfach zu wenig Spiele habe. Ganz simpel. Ne? Wie, weil ich mir noch vorstellen könnte, wäre hier so ein paar Steam-Spiele, sagen wir mal Mirror's Edge jetzt ganz einfach, also echt auch ein schönes Spiel. Ich besitze es nicht. Schon mal so zur Info. Aber was ganz cool ist, ist auch halt, ja, wie gesagt, Mirror's Edge ist ein ganz cooles Spiel. Was ich davon gesehen habe, gesehen, ich habe es noch nie selber gespielt, aber sieht ganz cool aus, oh mein Gott, das Schaf ertrinkt. Nee, aber sowieso, also wie gesagt, also ich persönlich hätte nichts dagegen, auch noch so ein bisschen was daneben her zu verdienen, hier bei meiner Let's Player-Reihe. Aus diesem Grund kann ich auch echt nur nochmal darauf hinweisen, dass ich ab und zu kleine Versionen bzw. kleine Spiele rausbringe. Momentan weniger, weil ich momentan weniger Zeit habe dafür. Hey, Spinnparty! Spinnparty! Hey! Wie gesagt, weil ich momentan halt weniger Zeit habe und lass mich in Ruhe. Und auch weniger Lust irgendwie an meinen Spielen weiterzumachen. So, was kann man noch Tolles klären? Ja, ich habe auch in nächster Zeit ein paar Podcasts in Planung. Beziehungsweise eine neue Rubrik auf meinem Kanal. Neu in Anführungsstrichen. Haben schon tausend andere gemacht. Aber ich werde es halt auch noch hier einführen, wo ich dann halt so ein bisschen laber über die Themen, die so in einer Woche oder so im Motherfucking Enderman, die halt so in der Woche anfallen. Zum Beispiel momentan wäre es Amnesia, muss im Moment auf unbestimmte Zeit pausiert werden. Dazu werde ich aber eh noch ein Video bringen, also weil Amnesia momentan nicht so läuft, wie ich es will. Beziehungsweise ich glaube, ich fange einfach nochmal komplett von vorne an. Yippie, yay, Schweinebacke. Das habe ich jetzt von irgendwas geklaut. Ich weiß nur, dass ein Klassenkamerad das von mir schon mal gesagt hat, schon öfters, um genau zu sein. Da müsste ich sowieso noch ein paar Videos hochladen eigentlich mal. Zum Beispiel Mr. High beim Trampen. Da sitzen ich und drei Kumpel, auch der Dr. CI. Sitzen auf der Straße, Daumen nach oben mit witziger Musik, aber das wird niemals hochkommen, weil ich glaube, von Dr. CI die Einwilligung nicht bekomme. Aber egal, können dann noch andere kleinere Videos hochgeladen werden, die ich mal gemacht habe. Zum Beispiel, wie ich über eine Straße robbe. Ja, ich robbe bei einer Straße, die war nicht besonders befahren. Also sowieso, wie was mache ich? Ich hoffe, dass ich noch nicht zu hoch bin jetzt. Ja, aber trotzdem jetzt die eigentliche Frage ist immer noch, warum robbe ich über eine Straße? Weil es mir Spaß macht. Nee, weil ich es kann. Ganz simpel.
Ja, ich weiß, dass wir schon wieder so enorm wenig Essen in der Fressleiste haben. Das ist mir aber auch gerade egal. Ich bin jetzt gerade so glücklich, wie ich hier rumrenne. Ich meine, geht ja auch momentan, ne? Ne, die kann man natürlich nicht skecken. Stecken. So, also hauen wir uns erstmal. Ah, nee, 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 nee. Hauen wir uns erstmal hier unten die Enderpearl rein. Gut, bei diesen Zombie-Geräuschen muss man immer aufpassen, dass das auch kein Enderman ist. Weil der kann wohl auch. Die machen wohl genau die gleichen Geräusche. So, hier verreckt jetzt gerade ein Skelettor. Den hat man ja auch schon. Bei Gronkh. Bei mir auch. Ich kopiere ja sowieso sehr oft den Gronkh. Weil ich das halt so mache. Ich bin halt auch eigentlich einfach nur. Ich bin auch einfach nur ein Let's Player, der sich inspirieren lässt. Muss ich ja eher ernsthaft zugeben. Also ich finde ja auch. Ah! Muss er denn? Da unten ist er. Unten tobt da rum, der Kleine. So, vertraut hin. Basso. So, also können wir jetzt erstmal kurz hier stehen mit unseren zwei Herzen. Und unsere Herzleiste dort unten rastet gerade aus. Ah ja. Oder wisst ihr, was ich auch hoffe? Dass Notch unbedingt so ein richtig schönes Level-System auch einbaut. Also wirklich, wie gesagt, richtig schönes mit Skill-Points und allem drum und dran. Das wäre mal so richtig schön. Wenn man dann da so wirklich mal ein richtiges World of Minecraft hätte. Ich nenne es jetzt eiskalt World of Minecraft. Einfach so aus Just for Fun. So. Und auch hier so ein verrottetes. Wir möchten ja eigentlich nur so ein bisschen was bekommen. Und jetzt bleiben wir mal hier stehen, damit sich das Gift nicht verteilt. Naja, was können wir noch reden? Livestreams. Ah, habe ich bald auch in Planung. So. Vor allem Minecraft-Livestreams. Wenn die meisten kommen. Über Minecraft. So, und da geht's uns wieder gut. Das heißt, wir können weitermachen. Würde jetzt gerade nicht die Sonne untergehen. Aber das haben wir. Das macht mir persönlich jetzt nicht aus. Können wir mal den hier, den kleinen da. Oh, da ist er tot. Nee. Nee, der lebt. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, Mann. Ich glaube, wir gehen mal schlafen. Ist vielleicht doch mal besser. So, mit einer Axt gehen wir jetzt. Mit einer Axt bewaffnet gehen wir jetzt hier raus. Und der kleine Creeper-Mann. Ich weiß noch, in meinem ersten Minecraft-Let's Play, wie ich aus einem Haus rauskam und dann plötzlich irgendwie so eine Spinne von oben runterfiel und mich umgebracht hat. Und ich hatte so ganz knapp, also habe ich eine Nacht davor noch überlebt, so mit einem Herzen oder einem halben oder was weiß ich. Und dann plötzlich kam diese blöde Spinne herunter. So. Jo, ganz genau so hoch muss es sein. Ja, ist doch mal positiv. Positiv, Ranger. Wie komme ich jetzt auf Ranger? Ist egal. Hier, Power Ranger. Hey, hey, Power Rangers. Also unbedingt auch mal hier. Ein bisschen mehr, ich muss mal ein bisschen mehr auf euch eingehen. Was macht ihr gerade so? Wo guckt ihr meine Let's Plays? Wie oft guckt ihr meine Let's Plays? Warum guckt ihr meine Let's Plays? Mehr fällt mir jetzt echt nicht ein, was ich noch fragen kann. Ah, fällt mir noch was anderes ein, was ich hier bauen kann. Also, einbauen kann mal wieder. Moment, ich schreck mich gerade. Und da bin ich wieder. So ein bisschen geschreckt mal. Irgendwie werde ich momentan beim Aufnehmen immer wieder müde. Guck mal hier, das sieht doch jetzt auch schön aus. So. Wisst ihr was? Schmeiß jetzt mal hier Viewbobbing aus. Dann bewegen wir uns jetzt nur noch so. Keine Laufanimation mehr. Ja. Das ist auch super. Habe ich letztens mal bemerkt. Maximale FPS. Das ist zwar Graphics fancy, Mann.
Alter, ich renne hier die ganze Zeit auf Fast rum. Fällt mir jetzt auf. Bleib ich mal jetzt ein bisschen auf Fancy. Mal gucken, ob mein PC jetzt wieder mit Stress bekommt. Weil der hatte letztes Mal so ein bisschen Probleme bei den Einstellungen Fancy. Da hat der immer so Areale nicht richtig beleuchtet. Beziehungsweise nicht richtig unterbeleuchtet, was weiß ich. Zum Beispiel, wenn dann die Sonne untergegangen ist, dann war plötzlich so ein Teil noch komplett hell. Dann, wenn sie wieder aufgegangen ist, war dieser Teil komplett, also immer noch komplett hell und ein anderer Teil war dann komplett dunkel. Und das war halt ganz witzig. Ja, für mich jetzt persönlich nicht so unbedingt. Aber was ist das? So, ich dachte gerade schon, da wäre ein Name. Wäre da nämlich ein Name, dann hätte ich mir jetzt echt Sorgen gemacht. Weil, Hero Brian. Vor dem habe ich irgendwie immer noch Angst. Auch wenn er ja eindeutig entfernt werden worden sollte. Sein machen, tut und tun. Geht mal hier weg. Geht mal hier weg. Ich möchte nur mal gucken, was hier abgeht. Also für jeden, der jetzt Hero Brian nicht kennt, der, das ist wohl der Verst Aussagen jetzt basierend auf einem YouTube-Video, keine eigene Recherche oder so. Es soll wohl der Bruder von, der verstorbene Bruder von Not sein, den er hier eingefügt hat und der ist, boah, der Charakter hier in Minecraft ist enorm gruselig, meiner Meinung nach, also irgendwie so weiße Augen und plötzlich erscheint er hinter dir. Gibt so ein tolles Video auf YouTube. Geht einer Mine, also geht an eine Mine, baut sich da so rum, ne, la 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 und plötzlich steht hinter dem Hero Brian, ey. Alter, ich habe mich selber erschrocken, obwohl ich wusste, dass er da kommt. Also, weil war klar eigentlich, aber okay. Ich habe mich erschrocken, ob das jetzt wiederum im Multiplayer war, man kann es natürlich nicht sagen, weil den Skin von Hero Brian gibt's hundertprozentig. Und das überall. Denke ich mal, also. Ich denke auch mal, dass ich hier. Auch hier als Hero Brian rumrennen könnte. Ach, da ist ein Skelett. Da fällt mir noch was anderes ein. Ja, ganz genau, da fällt mir ein. Da fällt mir ein, da fällt mir ein. Da fällt mir nämlich das hier ein, das wir hier mal.